Liebe Zuschauer, liebe Angler, wir befinden uns heute in Gernsheimer Rheinstrom, besser gesagt bei Stromkilometer 462. Wir möchten euch, das heißt Michael Jung, mein ständiger Begleiter von der Angelschule und Teamkollege, wir möchten euch Näheres über das Fiederfischen zu zweit auf einem Angelplatz näher beibringen. Wir haben deshalb jede Menge Tackle heute mit dabei. Das heißt, Michael wird was über die Schlaufenmontage erzählen. Ich werde was über die Zubereitung vom Futter erzählen, von der Wurftechnik, vom Anschlag, wie man Fische am besten drillt, verwicklungsfrei rauswirft zu zweit und so weiter. Das alles bekommt ihr in den nächsten Minuten näher dargestellt. So, kommen wir nun zum ersten Punkt, zum Thema Futter, Fiederfutter. In den Wintermonaten braucht man also eher recht wenig Futter. Das kann zwar nährstoffreich sein, kohlenhydratehaltig, aber wenig. Man kommt in circa 3 Stunden zu zweit locker mit 3 Liter Futter, das entspricht etwa 2 Kilo Futter aus. Mein Lieblingsfutter ist hier von Mosella das Select Feeder Medium. Das nehme ich im Sommer, im Winter, das nehme ich im Kanal, im Stillwasser und auch im Fluss. Heute erwarten uns Futterkörbe so von 80 Gramm, also zu recht strömend drauf. Dennoch entscheide ich mich hier für das Medium, mache es aber etwas nässer. Das heißt, ich schütte das jetzt hier in diesen Falteimer. Futter hat hier einen gelben Stich, gelb-orangenen Stich. Ist in den Wintermonaten eher nicht empfehlenswert, weil der Fisch sucht sich nicht die kontrastreichen Plätze aus. Er sucht Schutz gegen den Kormoran und da vergräbt sich sogar der Brassen. Also ist es sinnvoll, dass man es dem Gewässergrund anpasst. Und da bevorzuge ich von Mosella Baitflash-Farbe. Das ist ein rostbrauner, rotbrauner Stich. Der kommt ganz minimal. Also guter Esslöffel hier hinzu. Weiterhin kommt noch gerade in den Wintermonaten mein Lieblingsduft dazu. Das ist Favorit Power Super Vanille. Da kann man also ruhig 100 Gramm auf die 3 Liter reinpacken. Das macht nichts kaputt. Im Winter entfalten sich die Düfte nicht ganz so wie im Sommer, weil das Wasser natürlich kälter ist. Da ist die Diffusion nicht so extrem. Das heißt hier, das mache ich so abgemessen. Etwa ein halber Beutel von den 200 Gramm. Das duftet natürlich sehr gut jetzt hier an meine Kleidung. So, der Michael, der gibt mir jetzt mal das Wasser. Er gibt jetzt Wasser hinzu. Da muss man natürlich sehr vorsichtig mitarbeiten. Und mit Hilfe des Futterquirls wird das Futter innerhalb von einer halben Minute klumpenfrei durchfeuchtet. Das ist der Vorteil vom Falteimer, der ist ziemlich beweglich und somit kann man das auch noch mal mit der Hand noch mal kurz nachregeln. Zeig mal. So, das ist klar, das ist jetzt erstmal feucht. Das trocknet auf jeden Fall nach, weil da sind jede Menge Partikel drin, die das Wasser dann absorbieren werden. Das lässt man jetzt auf jeden Fall ziehen. Besser ist es sogar in den Wintermonaten, dass man es vielleicht abends, bevor man rausgeht, also wenn man morgens rausgeht, anfeuchtet. Dann ist das Futter ein bisschen mehr passiver, weil der Fisch, der bewegt sich kaum. Man muss jetzt nicht mehr im Wintermonat so ein aktives Futter haben, weil die Fische sich kaum bewegen. Sie sind im Stoffwechsel und somit bleiben sie auf einer Stelle stehen. Und da möchte man ja haben, dass das Futter auch in unmittelbarer Vorfachnähe liegt. Und da macht es keinen Sinn, so ein starkes Wolkenfutter rauszuwerfen oder mit zu viel Schwebepartikel. Demnach müssen wir darauf Acht geben, dass es nochmal nachgenässt wird. Und das lassen wir erstmal ziehen und kommen zum nächsten Punkt, zum Thema Lebendköder. Reicht durchaus ein Viertel Liter Mahl. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Der
Fisch braucht wenig Nährstoffe, er bewegt sich kaum, demnach verbraucht er wenig Energie, demnach auch wenig Nahrung. So, ein Viertel Liter reicht völlig aus für uns zwei heute. Caster haben wir hier etwas mehr dabei, aber wie ihr dann gleich seht, das sind jede Menge schwimmende Caster mit dabei. Das zeige ich euch, die schöpfen wir dann ab und die guten kommen dann später ins Futter. Und die Schwimmer, die heben wir uns auch auf. Damit gleichen wir den schweren Hakenköter in Anführungszeichen den Haken aus. Und somit ist das Ganze natürlicher im Wasser bei der Köderpräsentation. So, der Michael macht das jetzt. Er gibt jetzt die Caster hier in den Eimer Wasser. Wie man sieht, sind hier jede Menge Schwimmende an der Oberfläche zu sehen. Die werden jetzt abgekeschert, sodass jetzt nur noch, da heben wir uns jetzt eine Handvoll auf für den Haken. Die sind also etwas fester, gleichen den Hakenköter aus. Na, so viel brauchen wir heute nicht, es wäre schön, wenn wir so viele Fische auch fangen würden, wie Caster hier. So, nachdem er das sorgfältig gemacht hat, haben wir dann gute, schwere Qualität fürs Futter. Es wird immer wieder wiederholt, weil die schweren legen sich dann immer auf die leichten drauf. Und somit haben wir auch keine schwebende mit dabei und keine schwimmende. Das ist unwahrscheinlich wichtig, gerade in der Strömung. So, das sieht gut aus. Nochmal ein Rest. So, jetzt wird das nochmal gefiltert. Und jetzt sehen wir gleich, was übrig bleibt. Das ist ein guter halber Liter. Kommen jetzt in die Madendose. So, jetzt kommt noch etwas Wasser gleich hinzu. Das haben wir jetzt zwar ausgekippt, aber vor der Sonneneinstrahlung werden diese nochmal mit Wasser gekippt. Somit bleiben sie sinkend und werden nicht zu Schwimmer. So, ein weiterer Baustein zum Erfolg sind natürlich die verwendeten Futterkörbe. Es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Modelle, wie man hier sieht. Ich habe hier einige mit dabei. Dadurch, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, da wir uns im Winter befinden, braucht man wenig Futter. Außerdem muss man präzise werfen. Da kommen natürlich die kompakte Form viel besser zum Einsatz, weil der in der Luft viel besser fliegt. Die Größe entspricht hier einer Filmdose. Mit dieser Größe fischen wir heute 3 Stunden. Somit braucht man natürlich wenig Lebendfutter und Grundfutter. Die Großen, die kommen hier im Sommer zum Teil zum Einsatz. Heißt noch lange nicht, viel Futter bedeutet viel Fisch. Ihr werdet sehen, Genauigkeit ist wichtig. Das zeige ich euch im nächsten Abschnitt nochmal, wie man dann genau wirft. Und das ist die Voraussetzung, kleiner, kompakter Korb. Die Körbe gibt es natürlich in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Ich habe hier extra einen Koffer mir anfertigen lassen. Die variieren von 20 Gramm bis 120 Gramm und ihr seht, ähnlich wie beim Stippfischen, wo der Angler mit einem 5 Gramm Schwimmer vielleicht nichts mehr fängt und geht dann zu einem 6 Gramm Schwimmer und sieht auf einmal, oh, jetzt fange ich Fisch, ist es ähnlich beim Futterkorbfischen. Da gibt es die Unterschiede allerdings nur in 5 Gramm, aber das ist ja schon was und somit habe ich allein über 20 verschiedene Gewichtsklassen mit am Wasser dabei und natürlich auch doppelt oder vierfach. Falls man nämlich einen Hängerplatz erwischt oder man bleibt hinten mal hängen und es geht nur diese Grammzahl, dann ist man natürlich aufgeschmissen, wenn man dann zum nächsten wählt und fängt da nichts mehr. Also jede Menge Ersatz noch mit dabei. Das zum Thema Futterkorb. Und dann gebe ich das Wort weiter zu meinem Kollegen Michael Jung. Ja, wie du Michael schon gesagt hast, kommen wir zur Montage. Wir fischen heute vom Mosella Centurion X-Strong Feeder, 4,80 Meter. Die hat ein Wurfgewicht von 100 bis 200 Gramm, ist also genau richtig hier für den stark strömenden Rhein. Als Hauptschnur fischen wir heute die Impact Manic Feeder.
in der Stärke von 20 und die, als Schlagschnur nehmen wir die Maxima in 27er Stärke. So, zur Montage ist zu sagen, wir haben die Schlagschnur, wie ich schon eben gesagt habe, machen wir hier eine 30 cm lange Schlaufe, in dem sich der Futterkorb frei bewegen kann. Das hat den Vorteil, wenn der Fisch anbeißt, merkt er nicht gleich das Gewicht, sondern er zieht direkt an der Hauptschnur und ich kriege den Biss sofort angezeigt. Anhand dieser Grafik möchte ich Ihnen die Fiedermontage genauer erläutern. An der 27er Schlagschnur wird eine 30 cm lange Schlaufe befestigt. Hier wird später der Futterkorb mittels einem Wirbel eingehängt bzw. gewechselt. Nach der Schlaufenmontage folgt noch ein 20 cm langes Schwänzchen. Am Ende dieses Schwänzchen befindet sich ein Knoten, wo später das Vorfach befestigt wird. Die Vorfachlänge beträgt 80 cm. So, liebe Zuschauer, kommen wir nun nochmal zur Feinabstimmung des Futters. Wie ihr vorhin gesehen habt, haben wir es ja nass gemacht. Nun sieht man, es ist viel zu trocken, es ist eher für Stillwasser geeignet. Es ist eine trockene Mischung. Für den Fluss eher zu trocken. Das heißt, jetzt kommt noch ein wenig Wasser dazu. Aber jetzt nicht mehr so viel, weil so viel verträgt das Futter natürlich nicht. Klar, mit Quirl wird das jetzt wieder angerührt. Das muss in mehreren Phasen jetzt passieren. Immer einen Schuss Wasser mit hinzu, nie zu viel. So, das dritte Mal. So, das kann sein, dass es noch ein bisschen nachfeuchtet, aber wir haben ja auch noch die Kaster mit dabei. Die werden zum Teil dann vielleicht auch jede Menge noch mal in den Korb gedrückt. Da ist natürlich auch jede Menge Feuchtigkeit noch dazu. Wenn man natürlich Würmer schneidet und so weiter, kommt auch noch mal Feuchtigkeit hinzu. Das heißt, das Futter eher auch eine Reserve trocken lassen und nie zu nass. Da kann man immer noch Wasser hinzugeben. So, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wir versuchen heute auf einen Angelplatz zu werfen. Das heißt, der Michael, der braucht natürlich genau die gleiche Länge wie ich auch. Das heißt, wir markieren uns die Stelle heute. Ein markanter Punkt ist hier der Pfeil. Ich habe vorher den Platz schon ausgelotet, das ist natürlich Voraussetzung für gutes Fiederfischen. Man muss ja immer in der Motorik im Rhythmus bleiben, da bringt es nichts. Wenn man lauter Hänger hat, und dann wird man gestört und der Futterkorb ist eher mehr draußen als im Wasser, da kommt man nicht zum Fisch. Heißt letztendlich, ich habe vorhin auf ca. 30 Meter mir eine geeignete Stelle rausgesucht, durchrutschen lassen den Korb mit Vorfach, ist hängerfrei und somit ideal heute für zum Fiedern. Der Michael schneidet jetzt ab, die Rollen sind geöffnet. Nehmen wir natürlich gleich die Markierung mit. Der legt jetzt den Stein dorthin. Die Schnur ist nicht unter sehr Spannung, weil es ist monofile Schnur. Die kann man natürlich auch noch spannen.
ich muss jetzt hier, in der Rolle befindet sich ein Schnurclip, ein schnurfreundlicher Schnurclip, wohlgemerkt, da muss man achten drauf. Sonst ist das wie ein Tapeziermesser, würde das abschneiden. Muss man also vorher testen. Wird jetzt hier eingeklipst. So, demnach haben wir jetzt zwei gleiche Längen jetzt. Das ist Voraussetzung für exaktes Fischen, wie hier am Bäumen. Eine Besonderheit habe ich hier noch, das zeige ich euch auch gleich. Ich habe sie nicht ganz eingeklippt, die Schnur. Das heißt, hier liegt ein Powergum, den habe ich gebunden, ein O-Ring. Der wird jetzt hier über die Rolle gezogen und anschließend hier über den Schnurclip gezogen. Das ist hier ein dicker Knubbel. Wenn jetzt eine Barbe beißen würde, weil ich habe hier alles gespannt, ist die Gefahr, dass hier nicht mehr weitergeht und das Vorfach dann bricht. Somit ist das so eine Art Reißleine. Hier bin ich schneller und kann sofort ausklinken. Allerdings ist hier die Gefahr, ich komme nachher nicht mehr zur gewünschten Stelle. Deshalb ist es erforderlich, mittels Leinmarker, da gibt es also einen weißen Fettstift, den zeige ich euch nachher bei der Session nochmal, wird hier die Schnur markiert mit einem weißen Stift, weil die Schnur ist dunkel, als Kontrast weiß. So, und danach wird es erst hier eingeknipst. So, falls eine Barbe beißt, kann man viel schneller lösen als hier am Schnurclip. Außerdem ist das schnurfreundlicher. Das Powergum hat etwas Dehnung, eine hohe Tragkraft von 6 Kilo. Reißt somit nicht. Ideal.